Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video. Und heute geht es mal wieder weiter mit unserem neuen verrückten Daily, unserem E36. Ihr habt es im letzten Video gesehen, wir haben das ganze Ding sogar zum Laufen gebracht, hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ganze so schnell und einfach vonstatten geht, aber ist natürlich umso besser. So, wir haben es jetzt einen Tag später zum letzten Video und trotzdem war ich schon sehr fleißig, denn wir haben unter anderem neue Felgen, wir haben schon ein paar Bestellungen, eine davon ist angekommen tatsächlich schon. Denn ich habe schon die ein oder andere Bestellung aufgegeben, bevor ich euch das erste Video gedreht habe. Und wir haben heute neue Sitze geholt. Und zwar sieht man die hier schon, zwei vordere Sitze, denn unserer ist ja komplett zerrissen. Die sind vom Kompakt, deswegen haben die eine Rückenlehne, die man umklappen kann. Tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch, denn die Schienen unten sind die gleichen. Was wir jetzt natürlich machen werden, ist, wir werden, bevor wir die einbauen, den ganzen Innenraum einmal komplett reinigen. Auch den Bezug vom Dachhimmel, der so komplett abhängt, den werden wir einfach mal erstmal abnehmen. Und den werden wir dann als letzte Baustelle auch in Angriff nehmen, denn wir werden unseren Dachhimmel und unsere Tür-Inlays auch so ein bisschen verschönern. Aber das dann wirklich am Schluss, wenn die Kiste dann soweit ready ist. So. Im letzten Video habt ihr gesehen, ich habe so ein paar Kleinigkeiten schon gemacht. Unter anderem haben wir hier unsere Griffleiste und so weiter repariert, also eine andere dran. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass der Tankdeckel kaputt ist. Dieser ist nämlich hier auch, wie man sieht, irgendwie verzogen. Was weiß ich, wie man das schafft. Und deswegen hält er auch nicht mehr zu. Ich habe Gott sei Dank noch in meiner Kramkiste einen Tankdeckel gefunden. Den habe ich jetzt mal so ein bisschen schwarz, ja, angepisst, wenn ich das sagen kann. Und den werden wir dann einfach draufklatschen. Der ist noch ganz, ja, ich habe hier so ein paar Teilchen, ne? Und ja, dann haben wir die Sache nämlich auch schon wieder in den Griff bekommen. So, Auspuff müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir den befestigen. Und an der Stoßstange hängt noch so ein bisschen Reste vom alten Diffusor. Den werden wir tatsächlich auch noch in diesem Video anbauen. Das heißt, als allererstes nehmen wir die Innenreinigung in Angriff, dass wir hier mal so ein bisschen klar Schiff machen. Ich habe so ein bisschen was schon mal rausgeräumt und ich weiß nicht wieso, aber die ganze Kiste ist voller, ihr seht's, das ist Staub oder Dreck oder wie auch immer, überall in jeder Ritze. Ich weiß nicht, was die damit getrieben haben, was die damit gemacht haben. Nächster Punkt ist, hier stand Wasser, das habe ich schon gestern abgesaugt. Warum? Ist ganz einfach, denn die Kollegen, die haben hier ein Loch gebohrt, die haben hier auch ein Loch gebohrt, den Verschlussstopfen kaputt gemacht. Das müssen wir natürlich beides wieder dicht machen, denn sonst, ja, steht uns hier das Wasser drin und das wollen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, als allererstes einmal eine komplette Grundreinigung und danach bauen wir unsere Sitze zusammen. Auch die Rücksitzbank, die ist gerade draußen, denn ich habe noch so eine Kleinigkeit gefunden gehabt gestern. Und zwar habe ich da Offcam hier einmal die Benzinpumpe festgeschraubt, denn die war auch locker drin. Ich sage euch ganz ehrlich, der Typ, von dem ich das Auto gekauft habe, der wird, glaube ich, mit dem Auto gar nichts zu tun gehabt haben. Der war froh, dass er noch so ein paar Groschen dafür bekommen hat. Und ich schätze mal, dass vorher da auch der Cut fehlt. Die Vorbesitzer des Autos gesagt haben, hey, pass auf, das hässliche Endline, da investieren wir kein Geld mehr, das schlachten wir, wir hatten unseren Spaß damit, so wie die Kiste aussieht, wahrscheinlich mal ordentlich nochmal durchs Gelände geballert und gut ist. So, und deswegen meine Vermutung, dass auch deswegen Zündkerzen und so weiter alles wenn gefehlt hat, ja. Nun gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Delle und man sieht es eigentlich schon ganz gut, denn das hier ist unser äußeres Blech und hier diese Linie ist auch tatsächlich unsere Kante, die hier oben verläuft. Und ja, selbst wenn ich hier so ein bisschen dagegen klopfe, dann kommt das schon. Aber eins nach dem anderen.
Was heißt eins nach dem anderen? Ich musste jetzt kurzfristig das Video irgendwie unterbrechen, denn ihr habt es gerade gehört wahrscheinlich. Ich habe dagegen geklopft, aber so ein bisschen falsch. Ja, Mann, so kann es natürlich losgehen mit dem Video. So, ich klebe mir mal die Finger ab und dann geht's hier weiter. Bam, 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 bam. So Leute, hier unten ist das ganze Seitenteil eigentlich wieder draußen. Hier oben, ja, da werden wir wahrscheinlich dann, wenn wir an den Lack gehen, einmal kurz alles anpetten und mal kurz drüber spachteln. Einfach mal, dass das halbwegs gerade ist. Denn hier werden wir auch noch mal ganz kurz drüber spachteln und das so ein bisschen, ja, ebener machen, würde ich jetzt sagen. Ne? Also, wie gesagt, darum kümmern wir uns dann. Noch eine Kleinigkeit, die wir natürlich besorgt haben und die ich gerade komplett vergessen habe, ist die Felgen für dieses Gefährt. Und jetzt werdet ihr auch gespannt sein, denn der ein oder andere hat auf dieses Video geklickt, weil er sich gedacht hat, was hat denn der Kollege jetzt für Felgen gekauft? Und das sind keine geringeren als diese schicken Kollegen hier. 16 Zoll Felgen mit noch okayen, also die gehen schon noch im Sommer. Sommerreifen, also für den Rest der Saison, vollkommen ausreichend. Zum Winter hin würde ich sagen, schmeißen wir da Winterreifen drauf, aber mit ordentlich Tiefbett. Und ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Ich bin mal gespannt, wie die Dinger auf dem Auto ausschauen. Aber zuerst mal die Innenreinigung. Wir machen da mal klar Schiff, machen schnell die Löcher hier im Kofferraum zu, in der Reserveradmulde, montieren das Reserverad wieder ordentlich. Hauen die anderen Sitze rein und dann sieht das Ganze hier schon deutlich besser aus. In dem Sinne, los geht's. So Leute, der Plan hat sich ein wenig geändert. Nicht wie anfangs erwartet, dass wir den Dachhimmel erst beim nächsten Video mitmachen. Ich habe ihn jetzt vollständig ausgebaut und ich würde sagen, wir machen das Ganze in diesem Video noch. Was ich allerdings machen muss, ist hier so ein bisschen Ordnung schaffen, denn morgen bzw. übermorgen kommt der erste Kunde, den ich hier wieder willkommen heißen muss. Deswegen würde ich sagen, wir geben so ein bisschen Gas. Ich werde euch jetzt hier beim Reinigen nicht allzu viel mitnehmen. Ich sage euch nur oder erkläre euch nur die Schritte. Ich habe mal grob gesagt, wir saugen jetzt noch mal ein bisschen feiner. Danach gehen wir komplett einmal mit dem Tornado durch, werden dann alles mit Grundreiniger einmal ordentlich sauber machen und dann am Schluss noch mal saugen, Sitze anschließend einbauen oder eventuell als erstes den Himmel. Uns darum kümmern, mal schauen, wie schnell ich heute vorankomme und wie viel ich heute vor allem schaffe. Und dann machen wir auf jeden Fall erstmal den Innenraum komplett fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich noch nicht habe. Türverkleidung machen wir wann anders, aber schon mal den Himmel, weil wenn wir schon dabei sind, danach wird das wieder dreckig, wenn wir hier rumtun und rummachen. Deswegen würde ich sagen, wir machen als erstes jetzt hier mal klar Schiff. Danach kümmern wir uns um unseren Himmel. Ich besorge die Sachen, die wir benötigen.
und dann bauen wir auch in diesem Video den Himmel wieder ein. Deswegen würde ich sagen, ich lege mal los und bringe die Kiste wieder mal auf Vordermann. So, meine liebsten Newton, ich habe den Innenraum, ja, nicht Chico Leco, Leco Mio, was weiß ich, gemacht, aber zumindest erstmal grob sauber, sodass man sich reinsetzen kann. Wie gesagt, hier gehen wir noch drüber, das heißt, um die Dinger kümmern wir uns noch. Das sieht alles noch ein bisschen ranzig aus. Das werden wir aber in einer Optik gestalten, die dem Himmel ein bisschen näher kommt. Jetzt haben wir zumindest mal ausgesaugt, mal grob ausgewischt. Ihr seht, da war richtig jemand zu Hause. Also den Teppich wieder richtig sauber zu bekommen, müsste man am besten ausbauen und komplett nass reinigen. Das lohnt sich hier nicht, das ist egal, da liegt die Fußmatte drauf. Das wird kein Tip-Top-Wagen sein mehr. Von daher, das reicht schon so. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, wie der Himmel aktuell aussieht, beziehungsweise gehe ich dafür mal auf die andere Seite, denn den habe ich schon mal so ein bisschen vorgestaltet. Ihr habt es am Anfang gesehen, der hat mit Spackschrauben gehalten und war ja in einem absolut katastrophalen Zustand. Das ist er irgendwie aber immer noch, aber er ist so ein bisschen an so einen Graffiti-Style angelehnt. Und da kommen wir auch eigentlich schon zu dem, was wir außen mit dem Auto vorhaben. Und das wird nämlich in eine ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Richtung gehen. Natürlich ein bisschen ordentlicher und auf dem Lack wird das alles ein bisschen besser decken als auf dem Himmel. Aber ansonsten gehen wir in diese Richtung. So, das Teil haben wir hier schwarz einfach mit der Dose gemacht. Das wirkt so ein bisschen fleckig auf der Kamera, ist in echt aber gar nicht mal so schlimm. Na, es sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Und da gehen wir auch gleich schon zu unserem anderen Teil. Diese werden wir jetzt einfach nämlich auch mit der Dose schwarz lackieren. So Leute, neuer Tag, neues Glück, wie man denn so schön sagt. Ja, ich habe gestern noch die ganzen Teile vom Himmel, die ganzen Anbauteile, schwarz, ja, lackiert oder gefärbt oder wie auch immer. Die liegen jetzt alle hier. Ja, im eingebauten Zustand wird das schon in Ordnung sein. Die klatschen wir gleich alle rein und dann können wir das Auto nämlich endlich mal hochheben. Ach ja, was ich vergessen habe. Dieses Teil hier ist leider gebrochen und war auch schon vorher hier mit irgendwie Spacksschrauben und sonst was fest. Da werde ich ein neues besorgen, ja, dass wir das nicht mehr so befestigen müssen. Heißt, das ist auf den Schrott. So, und unser Innenraum wird komplett durchgetrocknet. Ja, sieht gar nicht mal so übel aus. Auch der Himmel hier in diesem Graffiti-Style so ein bisschen, ja, hat was auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich klatsche jetzt mal alle unsere Sachen rein. Und auch Sitze und Rücksitzbank können jetzt wieder Platz nehmen, sobald das alles zusammengebaut ist. Und dann nehmen wir das Ding auf die Bühne und legen endlich los mit den interessanten Dingen. Nämlich zum einen, wie sieht der Kübel von unten aus? Zum anderen, wie geil wird er mit den Felgen aussehen? Und den Diffusor, den werden wir wahrscheinlich auch noch gleich montieren. Eventuell machen wir auch den Auspuff. Mal gucken, ob ich genug Rohre da habe. Wenn ja, dann machen wir das auch noch heute. In dem Sinne, ich hau das ganze Zeug mal rein. So Leute, aus unserem hässlichen Entlein wird langsam doch wieder halbwegs ein Auto. Also ja, die Rücksitzbank ist hier auch gerissen, aber das ist ja relativ. Denn wie ihr wisst, habe ich einen Hund und die Emma ist hier immer mit am Start. Deswegen ist das nicht allzu wild. Da kommt eh eine Decke drüber und dann chillt sie hier. Von dem Sinne ist das uns egal. Ansonsten, der Himmel ist recht cool geworden, wie ich finde, denn wir haben jetzt so einen Graffiti-Look im Himmel. Das ist natürlich jetzt nicht besonders hübsch, aber wie gesagt, für dieses Auto vollkommen okay. Und vor allem passen wir das Ganze natürlich dem Außen an. Jetzt auch durch die schwarzen C-Säulen und A-Säulen finde ich das ganz cool. Sonnenblenden haben wir auch schwarz lackiert. Das kann ich euch aber auch mal zeigen. So, hier sind unsere Sonnenblenden und ja, das ist in Ordnung, das ist mehr als in Ordnung. Wie gesagt, diese Abdeckung hier, die fehlt uns noch. Ansonsten habe ich hier noch so eine LED eingebaut. Sieht ganz cool aus, ganz fresh aus. Schaltknauf und Schaltzack fehlt uns auch noch, den besorgen wir auch noch. Hier die Verkleidung, da hat das untere Stück gefehlt, das obere hat nur rumgebaumelt. Deswegen habe ich diese Lenkradverkleidung ganz rausgenommen. Wir werden da eh nochmal rangehen, denn dieses Lenkrad wird keinesfalls drin bleiben. Das dreht sich auch hier oben schon so ekelhaft. Deswegen Lenkrad bauen wir auch noch um. So, jetzt wollte ich euch eigentlich erst dazu holen, wenn wir die Felgen
auf die Kiste schmeißen. Aber ich muss euch noch mal kurz zeigen. Also der Vorbesitzer bzw. Verkäufer hat auf jeden Fall nicht gelogen, als er gesagt hat, die Schweller bestehen fast nur aus Bauschaum. Also ich habe den gerade so ein bisschen hochgehoben und das hat überall schon geknackt und geknirscht. Deswegen wollte ich euch den Moment nicht verwehren, wenn das Ding von der Bühne fällt. Ich würde mal sagen, ich stelle euch einfach mal, Moment, hier mit hin. Und ihr dürft selbstverständlich mit zugucken. Und ich hoffe mal, dass das Ganze wenigstens halbwegs hochzuheben ist. Bisher haben wir es so ein bisschen geschafft. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, ob ich jetzt echt da runtergehen soll. Aber ja, es scheint aktuell noch zu halten auf jeden Fall. So, jetzt können wir uns die ganze Geschichte hier mal angucken. Was haben wir wo und wie sieht das alles aus? Ich nehme mal so eine Lampe zur Hand. So. Also wie schon erwähnt, haben wir hier keinen Cut mehr. Das heißt, wir werden uns jetzt hier was bauen müssen, damit wir wieder eine Auspuffanlage haben. Oder zumindest eine komplette Auspuffanlage. Aber ey, ihr seht es auch schon hier. Schaut mal, was da los ist. Sag mal, ist es ein Mäusenest oder so? Scheiße. Ey, ich habe gar keine Lust, da reinzugreifen, ehrlich gesagt. So, Spritfilter haben wir hier, den werden wir auch austauschen, denn da haben wir ja einen neuen dazu bekommen. Leute, das knirscht und knackt hier wie verrückt. Also ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Naja. Okay, Motor ist brutal am Siffen, die Frage ist jetzt nur woher. Aha, da haben wir unseren einen Übeltäter schon mal, die Ölablassschraube ist undicht. Gut, Öl werden wir eh ablassen und neu machen, das heißt, da macht man dann einen neuen Kupferring drauf, dann sollte das vom Tisch sein. Dann haben wir hier ein bisschen so einen Ölverlust. Ja, naja, das denke ich mal sauber machen, dann sollte da nicht mehr allzu viel kommen. Wobei das hier schon sehr frisch aussieht. Naja, das werden wir mal sauber machen und beobachten. Auf jeden Fall werden wir hier die Ölablassschraube mal neu abdichten, sage ich jetzt mal. Ansonsten haben wir ein Serienfahrwerk drin, was gar nicht mal so schlecht aussieht. Na? Hier Bremsbeläge, Scheiben sehen auch nicht allzu schlecht aus. Aha, hier ist kein Ankerblech. Hier haben wir noch ein Ankerblech. Das ist auch noch fest, okay. Ja, ansonsten können wir hier mal gucken. So vom ersten Fühlen her, ja, der Spurstangkopf hier ist ein bisschen wackelig, aber noch okay, der ist noch richtig stramm. Querlenker sind auch mal neu reingekommen, so wie das aussieht. Sehen soweit auch noch ganz gut aus. Hier unsere Koppelstangen. Ja, also ganz so schlimm ist es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte es mir tatsächlich noch viel, viel schlimmer vorgestellt. Wir können mal gucken nach der Hardyscheibe, die sind auch oft kaputt und nee, auch die sieht noch sehr gut aus. Zwar alles dreckig, aber völlig in Ordnung. So, Antriebswellen, ja, das kann man so lassen. Ich denke, das kann man so lassen. Hinterachsaufnahmen, auch immer ganz wichtig beim E36, vor allem E46 noch wichtiger. Aber auch das sieht ganz okay aus, so auf den ersten Blick. Ja. Die
die Halterung von der Handbremse, von den Handbremsteilen. Die machen wir einfach raus. Sitzeschutzblech, naja. Naja, komm. Also es hätte auch tatsächlich schlimmer aussehen können. So, unsere Stoßstange ist hier auch angemackt, sehe ich gerade. Aber interessiert uns nicht weiter. So, das hier hat uns aber interessiert, denn jetzt können wir unseren Diffusor auch anbauen, beziehungsweise werden wir erstmal unseren Auspuff hier befestigen müssen. Boah. Ach nee, jetzt brauchen wir ja einen kompletten Endtopf auch noch. Mensch, sag mal, gib's doch nicht, Larry. Na hör mal. Naja, komm. Also, Endtopf bauen wir erstmal ab. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwas Gebrauchtes finde, dass wir hier unseren Auspuff komplettieren können. Also machen wir das heute nicht. So, gucken wir auch mal hier nach den Getriebelager. Sehen noch okay aus. Oh, Motorlager sind mal neu gekommen. Tatsächlich, links und rechts sogar. Schön. Ja, also, hätte deutlich schlimmer aussehen können, die ganze Geschichte. Ich finde, es ist ganz okay. Gut, die Schweller, was soll man da großartig dazu sagen? Mein Ziel ist es eigentlich, dieses Auto möglichst nicht mehr auf die Bühne zu nehmen. Möglichst. Deswegen, ja, wir werden jetzt die Felgen draufschmeißen. Wenn wir dann den Auspuff endgültig montiert haben, also komplett, dann werden wir die Schweller nochmal, ja, vielleicht entweder setzen wir einfach ein Blech drüber oder wir tun die wirklich einfach nur spachteln, dass das halbwegs nach irgendwas aussieht. Aber mehr wird da nicht mehr passieren. Ne? Also in dem Sinne, ich schmeiß mal den Auspuff hier runter. Ist auch nichts Aufregendes. Hier die 13er mache ich ab und dann mache ich den erstmal so raus. Denn ich denke mal, wir werden wieder einen Serien-Endtopf oder Serien-Auspuffanlage verbauen. Eventuell nur eine andere Blende. Und dann brauchen wir das eh wieder. Von dem her, hier ist er nur angehängt. Die eine 13er lösen, das Ding runternehmen und gut ist. Und dann machen wir auch schon unsere Felgen in dem Video. So Leute, ich habe hier gerade mal den Auspuff runtergenommen und schaut mal, ich muss euch jetzt was zeigen. Seht ihr, wie es da drin aussieht? Also ich verstehe auch gar nicht, warum die den Cut rausgenommen haben, weil das sieht für mich aus nach einem Teil vom Cut. Also definitiv sogar. Und da ist der Rest. Seht ihr das? Da ist der Rest. Wir haben hier die Keramik und da ist Metall. So. Und ich sag euch, der Cut war sowieso hinüber. Der Cut war sowieso im Arsch, wenn man das so sagen kann. So Leute, bevor wir den Kübel ablassen, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Die eine Felge hier hinten sitzt bombenfest. Ich habe die jetzt ein bisschen mit Rostlöser hier eingesprüht. Hoffe, dass ich die unbeschadet runterbekomme. In der Zwischenzeit lassen wir das ein bisschen einwirken und tauschen mal unseren Benzinfilter, wenn wir schon einen dabei haben. Und vor allem, wir machen mal einen Ölwechsel, ne? Damit wir diese Undichtigkeit hier in den Griff bekommen. Ich habe genügend Kupferringe da. Öl habe ich auch noch da. Dann nehmen wir das Gute, spendieren wir dem mal ein gutes Öl. Hier Formula Power Energy, keine bezahlte Werbung, 5W40 mit Ester, ne, tut dem Ganzen mal gut. Ölfilter habe ich auch noch etliche rumfliegen von BMW E36, muss mal schauen, ob ein passender für den dabei ist. Ansonsten langt das so für das Auto. Also ich mache mal schnell die zwei Dinge, dann lassen wir den ab, schauen uns das ganze Übel nochmal an mit den Felgen. Ja, so Leute, das Auto ist jetzt endgültig abgelassen von der Bühne. Ölwechsel ist vollzogen.
Benzinfilter ist auch getauscht. Mensch, richtigen Service hat das Ding mal bekommen. Richtig mal Liebe geschenkt, ne? Das hat er bestimmt schon jahrelang nicht bekommen, so wie das Öl aussah. Eine richtige Katastrophe, aber dafür sind ja jetzt wir am Start. So, also ich zeige euch jetzt das Übel mal und ich sage Übel aus folgendem Grund. Ja, ihr seht, wir haben einen LKW gebaut, also wirklich einen LKW. Er sieht natürlich um Welten besser aus. Ich meine, die Felgen machen das Auto. Ich werde jetzt auch mal so ein bisschen spoilern. Im nächsten Video werden wir eine M-Front verbauen. Außerdem werden wir im nächsten Video den Auspuff komplettieren und wahrscheinlich auch schon an den Lack gehen. Denn ansonsten sind wir eigentlich relativ fertig mit dem Auto. Klar, im Innenraum fehlt noch Schaltknauf, Schaltsack und die Abdeckung beim Schiebedach. Aber die Kleinigkeiten schmeiße ich einfach mal so rein. Und ansonsten haben wir es eigentlich schon großartig. Ja, wie gesagt, er ist wirklich übertrieben hoch. Deswegen an der Stelle, wenn jemand noch von euch irgendein günstiges Fahrwerk rumfliegen hat, irgendwas, es muss kein Gewindefahrwerk sein, Tieferlegungsfahrwerk, irgendwas, dann mich gerne kontaktieren. Für einen kleinen Groschen, in das Auto soll nichts Neues rein. Man könnte jetzt auch so ein John Blue Line für 230, 240 Euro kaufen. Aber das sehe ich nicht mal ein. Deswegen, wie gesagt, wenn jemand was Gebrauchtes rumfliegen hat, ich werde auch mal auf eBay Kleinanzeigen ein bisschen herumstöbern, ob ich da was finden kann. Beziehungsweise eBay Kleinanzeigen heißt es ja gar nicht mehr, aber egal. So, und ja, dass wir die Kiste ein bisschen dem Boden näher bringen. Und muss nicht viel, aber dass das eben normal aussieht und nicht so wie so ein Bus. Natürlich ist er jetzt ausgefedert, das heißt, wenn er einfedert, dann setzt sich das noch so ein bisschen. Aber dennoch, so ein bisschen möchte man schon runterkommen. Deswegen Tieferlegungsfedern würden es auch tun. Eventuell schaue ich mich auch mal da um. Deswegen gerne in die Kommentare, wenn ihr was da habt. Am Heck habe ich auch jetzt so einen Klebespoiler. Das ist das Paket gewesen, das schon gekommen ist. Mal montiert auf der Seite, hat er nicht so schön gehalten. Da habe ich jetzt Kleber drunter und das Ganze so ein bisschen fixiert. Also ich sag ja, mit dem Diffusor und jetzt den Felgen und hin und her, jetzt wenn man sich noch vorstellt, da kommt dann die M-Front drauf, bisschen Graffiti, bisschen tiefer, dann sieht die Kiste gar nicht mal mehr so schlimm aus wie vorher. Und auch der Innenraum, denke ich, kann sich auch jetzt schon, ja, was heißt sehen lassen, aber das sieht wieder aus wie so ein E36, ne? Und weil ich es gerade im Augenwinkel gesehen habe, Gaspedal, das tausche ich natürlich auch noch aus. Die Lösung hier gefällt mir nämlich gar nicht. So, in dem Sinne würde ich mich auch schon fürs Anschauen dieses Videos bedanken. Im nächsten Teil geben wir dann nochmal Vollgas und ich denke, dann war es das eigentlich auch schon. Also ein, zwei Videos kommen auf jeden Fall noch zu diesem Auto und dann auch die Kostenaufstellung. Und ja, dann sind wir durch mit unserem neuen Daily oder unserem neuen Winterauto. Ja? In dem Sinne würde ich mich recht herzlich bedanken fürs Anschauen dieses Videos. Wer noch kein Abo dagelassen hat, das jetzt an der Stelle bitte gerne kostenlos nachholen. Kostet euch gar nichts, unterstützt mich unheimlich. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.